Als nächstes möchte ich dann Herbert Gassner ankündigen. Der Titel deines Vortrages lautet Open Innovation in Science, die Harvard-Methode. Okay, danke Peter. Also ich bin der Dr. Herbert Gassner, wie Sie an den wenigen verbliebenen weißen Haaren sehen, gehöre ich zum Urgestein des Internetclubs Burgenland, der in ferner Vorzeit gegründet worden ist, um vor allem Jugendlichen, die das Internet damals noch nicht gehabt haben, war teuer und nicht allgemein verbreitet wie heute, einen Internetzugang zu schaffen. Und wir haben uns sozusagen tapfer gehalten. Wie lange gibt es uns schon, Peter? Bist der Obmann? 96. Na bitte, also fast Steinzeit, ne? Digital. Gut, wir haben mit diesen Linux-Tagen auch begonnen und sind sehr froh, dass die Fachhochschule Burgenland, die ja im Landeseigentum steht, aber auch andere Institutionen, Wirtschaftskammer war gestern da, Interesse haben und sozusagen auf den Zug aufgesprungen sind. Open Innovation, ja, was ist heute nicht Open oder wird nicht als Open bezeichnet? Open Source, den Quellcode jeder sehen kann. Ich habe jetzt mir angeschaut bei der Fachhochschule Burgenland, das ist ja was, dieses Werbemagazin Campus, das sie haben, das kurz durchgeblättert und habe gesehen, dass es Open Lectures gibt, nicht hier, sondern in Pinkerfeld. Also die Fachhochschule Burgenland hat zwei Standorte, einen hier, wo wir sind, und einen in Pinkerfeld. Und da gibt es für die Studierenden Open Lectures, die sind aber Pflichttermin. Also da müssen die Studierenden hingehen. Wie Sie sehen, ist es hier nicht der Fall. Aber ein interessanter Ansatz, muss ich einmal mit dem Robert Matzinger diskutieren. Ja, Open Innovation, was bedeutet das? Schauen wir. Kann ich jemand umgehen oder? Okay. Zunächst der Begriff Open Innovation, also Open, Offen Innovation, das sind Begriffe, die es ja schon seit sehr langem gibt. Aber in dieser Kombination hat sie ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der Henry William Chesbrough, erfunden. Er ist der, der den Begriff geprägt hat, oder wie man auf Englisch sagt, he coined the phrase. Ne? Coined, die Münze, er prägte diesen Begriff. Ja, ein bisschen zu ihm, zum Professor Chesbrough, 1956 geboren. Er hat früher unterrichtet an der Harvard Business School und ist jetzt an der University of California, Berkeley, der sehr berühmt ist, Studentenbewegung 1968 und so weiter, also eine sehr progressive Hochschule. Die erste Bezeichnung oder das erste Mal, dass dieser Begriff in Verwendung gesetzt wurde, war im Jahr 2003, also doch schon etliche Jahre zurück. Da hat der Professor Chesbrough dieses Buch geschrieben, Open Innovation, The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. HBS heißt Harvard Business School Press. Also das ist im Universitätsverlag der Harvard University 2003 erschienen. Das einmal zum Begriff als solchem. Dann ein bisschen näher noch, also wie das jetzt institutionell in Berkeley aufgebaut ist, in Kalifornien. Da gibt es die Haas School of Business, also die University of California, Berkeley. Wir sind Gott sei Dank noch nicht so weit, dass jeder Hörsaal nach irgendeinem Stifter benannt ist. Also im Wieberg Hörsaal ist, aber in Amerika ist das ganz gang und gäbe. Und man muss sich sozusagen, wenn man die korrekte Bezeichnung anwenden will, muss man halt immer den Namen des Stifters, der irgendwann mal Geld hergemacht für irgendeinen Hörsaal oder irgendwelche Sesseln oder sonstige Sachen, also im Munde führen. Ne? Der hat sich dann verewigt sozusagen im Namen. Das war ein Herr oder eine Frau Haas, so genau haben wir das nicht angeschaut. Ja, an dieser Haas School of Business gibt es das Garwood, ne? Schon wieder ein Stifter, der irgendwo gleich prominent an erster Stelle des Begriffes stehen muss, das Garwood Center for Corporate Innovation. Also das hat seinen Schwerpunkt auf Großunternehmen. Ja?
Ich werde Ihnen das dann bei den folgenden Slides zeigen. Also Open Innovation kann man natürlich auch für kleine, mittlere Unternehmen anwenden. Ich zeige Ihnen dann ein paar Beispiele. Aber der Schwerpunkt an der Universität Berkeley ist eben Large Enterprise Innovation, Großunternehmen, IBM, Intel und solche großen Kaliber in der IKT-Welt. Ja, also dieses Grafo Center, da gibt es dieses Open Innovation Program, dann Berkeley Innovation Forum, wo Technik und Wirtschaft zusammenkommt auf einem hohen Niveau und diverse andere Programme. Also das zur Institution, wie das aufgebaut ist auf der Uni. Dann ein bisschen noch zum Henry Jaspar, ja, oder so Henry William heißt er eigentlich, aber nehmen wir jetzt nur den ersten Namen. Da sehen Sie also seinen akademischen Lebenslauf sozusagen. Der hat dann Bachelor of Arts in Economics von der Yale University, summa cum laude, also ein ganz kluger Kopf. Dann hat er weiter studiert auf der Stanford University, da gibt es ja eben der österreichische Jungabgeordnete, der dort auch studiert, mir fällt jetzt der Name nicht ein, von der SPÖ. Genau, also die studiert dort, weil sie so viel Geld hat. Es ist nämlich nicht leicht, dort zu studieren, weil das wenigen vorbehalten sind, die meistens oder müssten eigentlich viel Geld haben, um sich das leisten zu können. Also dort hat er Ulf Hyerst Honors abgeschlossen und ein Doktorat, ein PhD, hat er von der University of California in Berkeley eben an der Haas School of Business erworben und dort ist er auch als Universitätsprofessor mit internationaler Beachtung tätig. Also es gibt in Amerika, ich weiß nicht, wie weit Sie das amerikanische Hochschulsystem kennen, ich kenne es, weit über 5000 tertiäre Einrichtungen, Hochschulen, aber nur die wenigsten sind sozusagen international verankert. Yale, Stanford, Harvard, MIT, ja, die anderen, irgendwelche State Universities, die haben ungefähr die gleiche Bedeutung oder Nichtbedeutung wie eine kleine regionale Fachhochschule, wobei klein und regional in Österreich auch für Wien zutreffen würde, natürlich doch gleichfalls nicht. Ich habe jetzt gelesen, der Wissenschaftsminister über Rankings hat er gesprochen, weil Österreich fällt ja ab in allen Rankings, was Hochschulen anlangt. Die Universität Wien ist, glaube ich, die einzige, die noch irgendwie international wahrgenommen wird, ist nicht einmal, glaube ich, der Knopf unter die ersten 200 und dann ist schon aus. Ne? Da hat er sich klug gemacht, der Herr Wissenschafts- und Wirtschaftsminister, naja, man kann nicht in Zahlen alles abbilden und ausdrücken, wann Österreich aber sozusagen gut dastehen würde in den Rankings, würde natürlich sagen, schaut her, wie toll wir sind. Ne? Und wenn das nicht so ist, na, dann ist das Ranking schlecht. Nicht? Das also zur Politik, lassen wir das, sonst müssen wir uns vielleicht noch ärgern, aber so ist es halt. Ja, einen Satz, um ihn zu zitieren, den Erfinder des Begriffes, ich habe das auf Englisch gemacht, das ist ein Originalzitat von Henry Jaspar, da sagt er, dass eigentlich die Universitäten in ihrer jetzigen Architektur ein Auslaufmodell sind in Wirklichkeit. Ja. Es gibt diese MOOCs, diese Massive Open Online Courses und die werden natürlich, wenn man wirklich viel Geld hineinpumpt und ich habe das erlebt, ich war am MIT, wie die gestartet haben, diese Kurse, das war am Anfang, die haben das, war nicht so, also dass ein paar Professoren herkommen und sagen, wir sind super sozial und nett und nicht finanziell interessiert, wir kämen jetzt das ganze Material, sondern ganz im Gegenteil, diese Elite-Universitäten, um es einmal so zu nennen, in den USA haben sehr viel Geld bekommen, am Anfang als Start-up-Kapital von der Regierung, von großen Firmen, um diese MOOCs zu entwickeln. Also man soll sich da keine Illusion hingeben. Die werden aufmischen, umrühren, aufrollen und Institutionen wie diese da oder auch Universitäten, ja, die wesentlich älter sind wie die Uni Wien, die jetzt 650 Jahre Bestandsjubiläum hat, werden ordentlich aufgemischt werden. Also der Jaspar hat sich das sehr genau angeschaut und World Class Instructors, ne, available to anyone, anytime, über das Internet, mit dem, das ist der Konkurrent des hiesigen Lektors, der
was den Studierenden zum Besten gibt. Ne? Die können sich einloggen, wenn es frei ist, und dann sehen sie den hochgradigen Qualitätsunterschied. Also nach dem Erfinder dieses Begriffes ist es um die Zukunftssicherheit derzeitiger Bildungseinrichtungen nicht so gut bestellt. Dann, ja, in der Wikipedia, wenn man da nachschaut, Phase of Open Innovation, ja, er hat quasi jedes Mal, finde ich, diesen er hat generiert, er hat wissend den Begriff generiert, völliger Blödsinn, diese Anglifizierung zum Schluss, wenn man, to make money, ne, er hat nicht Geld verdient, sondern er hat Geld gemacht, indem er genauso hat, dieses Generieren, to generate. Gut, also er schreibt alle 3 Jahre ein Büchlein sozusagen, verdient sehr viel Geld mit diesem Begriff, weil er eben als Vater der Open Innovation gefeiert wird. 2003 ist der Begriff geprägt worden und alle 3 Jahre schreibt er ein Buch. Ne? Also Open Business Models, wie man die eben nutzbar machen kann. Ja, zum Begriff selbst, nachdem ich also kurz die geschichtliche Entwicklung erklärt habe und den Urheber, Gegensatz wäre Closed Innovation. Closed Innovation, es gibt Großunternehmen, die haben eine eigene Forschungsabteilung und die Idee ist eben die, da gibt es einen abgegrenzten Bereich in einem Unternehmen, wo die Forscher im eigenen Saft sozusagen braten, ja, und der Gegensatz wäre Open Innovation, auch als External oder Networked Innovation bekannt, wo man eben versucht, auch externe Wissensgeber einzubeziehen. What is out there? Was gibt es draußen noch? Und also im Grunde genommen, wenn man es definieren müsste in einem Satz, würde ich sagen, gezielte Öffnung von Innovationsprozessen, von Organisationen aller Art. Das müssen nicht Unternehmen sein, können auch gemeinnützige Institutionen sein, um eben einen Wissensaustausch zu erzeugen mit externen Akteuren, mit denen man sich vernetzen muss. Das wäre also eine kurz gefasste Definition des Begriffes. Ja, jetzt ganz einfach, um das auf einen Punkt zu bringen. Also gibt es in Südtirol eine Seite, Open Innovation leicht gemacht, Sie wissen, wenn ein Begriff einmal aufkommt, gibt es hunderte, tausende, man muss ja nur ein Netz suchen, also eine Websuche machen mit Google oder Yahoo oder was auch immer. Und das hat mich besonders lieb gefunden. Da gibt es einen Marktplatz, da kann jeder seinen eigenen kleinen, netten Innovationswettbewerb machen. Und die Community, das sind also wir alle, die im Internet sind, um kreativen Input zu bieten. Das hat mir irgendwie gefallen, habe gedacht, ich nehme das noch als quasi kleine Definition. Ja, und dann gibt es noch dieses Law, dieses Gesetz von Joyce, no matter who you are, most of the smartest people work for someone else. Ja, der Robert ist jetzt gekommen. Stimmst du mit diesem Gesetz überein? Die Fachhochschule Burgenland hat total, er ist mein Liebster, den ich, wenn ich an sozusagen identifizieren müsste. Aber es gilt eigentlich für jede Organisation, die smartest people arbeiten meistens für jemand anderen, nicht? Und das ist sozusagen auch eine Diagnose, um eben diese Open Innovation Prozesse einzuleiten. Also nochmals Einbindung externer Wissensgeber. Man will die Grenzen von Fachdisziplinen, Institutionen und geografischen Regionen überspringen. Und um es jetzt einmal salopp zu sagen, externes Wissen anzapfen, einfangen, sämtliche relevanten externen Wissensquellen einbeziehen, um eben das Innovationspotenzial zu erhöhen. Natürlich die Frage ist, wie macht man das jetzt, also die Methodik, nicht? Aber der Begriff, glaube ich, ist Ihnen klar, wer ihn geprägt hat, wie sich das jetzt seit 2003 entwickelt hat und was das bedeutet. Gut, jetzt kann man verschiedene Methoden anwenden, ne? Also Ideenwettbewerbe, Preisgelder, Sachpreise, Auszeichnungen. Ich zeige Ihnen dann ein paar Beispiele, um eben diesen kreativen Input von Externen zu erhalten. Dann gibt es noch Broadcast Search, also man hat ein konkretes Problem, wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit, um primär und zunächst einmal externe Experten zu identifizieren, die dieses konkrete, knifflige Problem lösen könnten.
Dann, ja, Sie wissen, Crowdsourcing, Crowd wird also laufend verwendet, ist ein Buzzword geworden sozusagen, die Intelligenz der Masse für sich zu nutzen, weltweite Internet-Community als Ideengeber zu gewinnen und so weiter. Und dann noch ein Ausdruck, der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit Open Innovation und Ethnographie, also ethnografische Forschungsmethoden anzuwenden auf insbesondere der Verhaltensbeobachtung, was machen die Leute im Netz, kann man da Gruppen sozusagen in Kategorien pressen, genauso wie jetzt der Forscher sozusagen auf den Fidschi-Inseln oder was, Leute studiert, was machen die eigentlich, ne? Versucht man eben diese Methodik auch in Open Innovation Prozesse einzubeziehen. Dann gibt es noch die Lead-User-Methode, also besonders fortschrittliche Verbraucher einzubinden in die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen. Das gibt schon, ich glaube 1976 ist das wissenschaftlich zum ersten Mal beschrieben worden, wird aber jetzt als Methode genommen von Open Innovation. Dann noch Innovation Jam, the power of the crowd, zum Beispiel IBM macht das. Sie wissen, IBM hat, ich glaube, 150.000 Mitarbeiter weltweit, wenn ich jetzt das richtig im Kopf noch habe, und man versucht sozusagen Innovationsprozesse zu starten, nicht nur in der hauseigenen Research und Development Abteilung, sondern man versucht sozusagen global die Firma weltweit ja, einzubinden und schauen, welche kreativen Köpfe gibt es außerhalb dieser RD-Abteilung, aber natürlich noch im Unternehmen. Das ist auch eine Methode, also Innovation Jam. Ja, dann versucht man natürlich Innovation, also öffentlich zu würdigen, Spitzenleistungen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal teilgenommen haben an so einer Preisverleihung. Das wird immer recht pompös und mit tollen Buffets begleitet gemacht. Und da bietet man eben Firmen, Unternehmen, die besonders innovativ sind, vor den Vorhang. Also Zweck öffentliche Würdigungen von Spitzenleistungen. Sie können sich das auch im Internet anschauen. Es gibt eigene Webseite dafür. Und Fachjury bewertet und sichtet die innovativen Projekte der teilnehmenden Unternehmen und es gibt eigentlich gar nicht so wenige. Also beim letzten Wettbewerb, da hat die Föst gewonnen, ja, mit einem Projekt, bewarben sich insgesamt also 618 Unternehmen. Also doch viel Arbeit für eine Jury, da sozusagen den Besten zu küren aus dieser großen Zahl von über 600 Teilnehmern. Ja, wir sind natürlich da Linux Open Source Veranstaltung. Wir waren einmal vor langen Jahren als Internet Club bei der CeBIT. Da haben wir uns also alles angeschaut, war recht lustig. Nachher sind wir dann nach Paris weiter, haben gefeiert und das war sehr leberschädigend, das Ganze. Aber schön in der Erinnerung. Also bei der CeBIT gibt es also diese Linux New Media Awards, wenn Sie die Zeitschriften, die auch hier abonniert werden in der Fachhochschule, lesen, Linux User und das Linux Magazin. Also ich weiß nicht, ob da unter Ihnen ein Autor da ist. Also ich selbst habe Beiträge für das Linux Magazin verfasst, die gedruckt worden sind. Und das wird dann weltweit übersetzt. Zum Beispiel in Brasilien haben sie das Linux Magazin auf Portugiesisch. Ist schon nett, nein, wenn man dann das kriegt mit Namen und man kann es nicht lesen, man weiß, das ist der eigene Text, das ist, lesen die Brasilianerinnen, vielleicht auf der Copacabana auch, die unter dem Sand liegen, freut man sich natürlich, aber die spenden auch und wie gesagt, es gibt das Most, es gibt verschiedene Preise, verschiedene Awards, aber das Most Innovative Free Software Project ist dieses Jahr an Docker gegangen, also Docker will ich da jetzt nicht näher erläutern, warum und wieso, aber es gibt also den Innovativen und den Most Innovative, ja. Und da war ein Unternehmer, da ist es auch gegangen um freie Software, ob die jetzt wirklich so gut ist und Fehler und Bugs sieht man überall. Sie müssen sich vorstellen, es gibt diese Awards und die Fachjury sind wesentlich mehr als beim österreichischen Staatspreis. Ja, Leute, die das bewerten und die sind 300 internationale Experten verteilt über den Globus, die das sichten und lichten. Und dann gibt es eben diesen Preis, der in Hannover verliehen wird. Und ich glaube, das ist beachtlich und das ist auch ein Argument für freie Software, wenn da wer kommt und sagt, das ist ein Schmarrn, wird dann viel Förder und keine Garantie. Es gibt sowohl, das habe ich gestern schon gesagt, bei der EU ein eigenes Qualitätssicherungssystem für freie Software, das man in Anspruch nehmen kann, das nichts kostet
und hochqualitativ ist. Aber es gibt natürlich auch die Linux- und Open-Source-Medien, die hier sehr viel machen und die wirklich toll Produkte besprechen und analysieren. Und wenn 300 internationale Experten sagen, das ist most innovative, dann wird das wohl stimmen. So sehe ich das. Und wie gesagt, das habe ich jetzt eingebunden, diesen Slide, damit Sie sehen, dass es doch Argumente gibt, die man auch in der Diskussion verwenden sollte. Dann jetzt Harvard-Methode. Die Universität Harvard hat eigentlich Open Innovation als Phänomen, als Prozess, als Begriff eigentlich populär gemacht. Die haben nämlich zu einer medizinischen Frage, nämlich Diabetes Typ 1, also insulinpflichtig, ja, nicht Diabetes Typ 2, was zum Beispiel ich habe, wenn man zu viel sitzt, zu viel isst, viel trinkt, haben um Input ersucht. Also haben einen großen Ideenwettbewerb gestartet, um eben neue Forschungsinhalte auszusondern aus diesen vielen Ideen. Sie müssen sich vorstellen, so eine medizinische Forschung, neue Tabletten entwickeln, das sind Milliardenprojekte. Da geht es auch um viele öffentliche Gelder, die da zur Unterstützung hineingepumpt werden, ob das in Amerika der Fall ist oder bei uns. Aber Diabetes Typ 1, was kann man jetzt wirklich forschen, wo soll man eigentlich ansetzen, nicht? Es gibt viele Möglichkeiten. Und da haben sich 250.000 Personen beteiligt, die haben einen Input gegeben und da sind 150 eingegrenzte Forschungsideen formuliert worden. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, der am meisten und am besten einen Input gegeben hat, das war ein pensionierter Zahnarzt. Ja? Also es nicht nur Ärzte, ich würde nicht sagen Fachidioten, sondern sagt, es gibt ja viele Querdenker, viele Leute, die Wahrnehmungen machen, die die Krankheit haben, die Angehörigen, die Beteiligten. Ja, die haben den Input gegeben und man hat wirklich wertvollste neue Forschungsinhalte gewonnen. Und was in Harvard gut ist, ist im Burgenland auch nicht schlecht. Also ich würde auch sagen, wir haben ja da Leute gehabt gestern, die heute leider nicht da sind, die für die Forschung verantwortlich sind, Open Innovation Systeme einbinden. Nicht im eigenen Saft braten, die meisten gescheiten Leute sind nicht da, sondern woanders. Was aber keine Kritik ist, sondern generell ein Faktor, ein Phänomen ist, auch im Ausland, nicht nur bei uns, solche Projekte durchzuführen. Dann Siemens. Ja, die Firma Siemens ist ein Vorreiter im Bereich Open Innovation. Die haben über das Internet einen weltweiten Ideenwettbewerb zum Thema Smart Grids, also intelligente Stromnetze, ausgeschickt und innerhalb von 2 Monaten gingen 450 Vorschläge bei Siemens ein für neue Geschäftsmodelle betreffend intelligente Stromnetze und die Harvard Business School hat sogar eine eigene Fallstudie zu dieser Open Innovation Strategie von Siemens publiziert. Natürlich, Siemens, andere Firmen haben einen großen Vorteil, ja, weil Ideenwettbewerb, warum soll ich jetzt einer fremden Firma, wo gar nicht beschäftigt bin, eine tollen Ideen geben? Da gibt es natürlich materielle Anreize dafür, ja, Sachpreise, Geld. Ja, also es gibt ein Anreizsystem, nicht nur ein moralisch ideelles, sondern auch ein handfestes materielles und da sind natürlich Großunternehmen im Vorteil, weil sie eben die entsprechenden Gelder haben, um die globale Community anzuzapfen. Ja, auch die Deutsche Telekom, ne, die hat einen weltweiten Online-Wettbewerb gemacht, um nach neuen Ideen im Bereich Machine-to-Machine zu suchen, immerhin über 100 Ländern, ne, knapp 200 Staaten gibt es in der UNO, also die halbe Welt sozusagen, hat sich beteiligt und es wurden 680 Vorschläge eingereicht. Dann Pharmakonzern, Eli Lilly, ne, hat sogar ein eigenes Online-Portal etabliert und da können Unternehmen, also nicht nur diese Pharmafirmen, sondern auch andere Unternehmen, können ungelöste Forschungsfragen einer weltweiten Community stellen. Und immerhin mehr als 355.000 Personen aus fast allen Ländern haben sich dort registriert. Also wenn Sie ein Unternehmen haben, müssen Sie jetzt nicht zu Ihrer eigenen Software schauen, Sie da schlau machen. Es gibt also große Konzerne, die derartige Online-Portale betreiben. Auch in Österreich, also die erste Bank, ich mache jetzt keine Werbung, ich habe kein Konto dort, die installierte das S-Lab, das ist eine Online-Ideen-Plattform, auf der sich bereits über 900 User registriert haben und natürlich Userinnen. Weil eine einzige Frau, glaube ich, sitzt da, ne? Also auch Userinnen, die da beteiligt sind. Dann, ich war jetzt auf einem Seminar am schönen Wolfgangsee in Oberösterreich, in Strobl,
vom Büchereiverband. Es gibt in Österreich 2800 öffentliche Büchereien, die von ca. 10.000 ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut werden. Und ja, das finde ich auch interessant. Die haben eine Webseite aufgestellt, einen Ideenpool und Leseförderungsaktionen, Zielgruppenarbeit. Wenn man also neue Leute hineinbringen will in die Bibliothek, kann man also sozusagen Medienboxen gewinnen, das sind 300 Euro. Und wir haben eine steirische Bücherei gehabt, also ein Büchereiverbund, Graz Umgebung West heißt der. Die haben viel öffentliches Geld bekommen, also das ist alles im Bundeskanzleramt angesiedelt, die Bibliotheksförderung. Und die haben, das kann ich jetzt nicht zeigen, weil wir die Zeit nicht haben, einen tollen Film ins Internet gestellt, der ist auf YouTube abrufbar, wo sozusagen der Sherlock Holmes und der Watson, wo sie eben analysieren, welche Leute dort reinkommen, was die eigentlich machen in der Bücherei. Also ist sehr amüsant und lustig, dauert, glaube ich, 12 Minuten und ist von professionellen Schauspielern gespielt. Ja? Also das ist zum Beispiel auch eine Open Innovation Strategie, dass man sagt, ja, 300 Euro ist auch was, ne? Und man kann dort sozusagen auch dann ein Seminar wird eingeladen in Stobl am Wolfgangsee, das ist ein Bundesinstitut für Erwachsenenbildung, etliche schöne Häuser, kann man quasi eine Woche lang Gratisurlaub verbringen, einen wunderschönen, und mit netten Leuten in Kommunikation treten. Also das ist ein kleineres Beispiel. Also aus dem sehen Sie, dass nicht nur Großunternehmen Open Innovation Strategien nutzen können, sondern auch öffentliche, die meisten sind ja öffentliche Gemeindebüchereien, Vorbüchereien und so weiter. Es ist also nicht nur den Großen vorbehalten, wobei aber die Großen natürlich einfach durchs Geld Vorteile haben, ne? Wenn sie weltweite Ideenwettbewerbe organisieren, denn sie bieten die materiellen Anreize, die eine kleine Bücherei natürlich nicht bieten kann. Dann, also was ist das größte und wichtigste Open Innovation Projekt derzeit? Das ist also ein Projekt der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft. Wer ist die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft? Also ein großer außeruniversitärer Verbund aus 18 Instituten mit medizinischem Schwerpunkt, also ein Großunternehmen nach der Definition, mehr als 550 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und die haben jetzt, was haben wir heute für einen Tag, in 18, vor zwei Tagen, haben die einen Open Innovation Prozess gestartet, 16. April, das endet dann am 16. Juni. Und es geht um psychische Krankheiten. Ja. Wenn Sie die Zeitungen lesen, Nachrichten schauen, werden Sie wissen, bei den Frühpensionierungen in Österreich sind psychische Krankheiten an erster Stelle. Und wir haben ja einen Sozialverband, also einen Hauptverband der Sozialversicherungsträger, die Krankenstandstage sind seit 20 Jahren, da waren andere Gründe, also physische Krankheiten, aber heute ist der Hauptpunkt eigentlich psychische Krankheiten für Krankenstände und auch der Neuzugang zu den Frühpensionen sind psychische Beschwerden, psychische Gebrechen, Burnout und alles Mögliche, was es da gibt, Depressionen etc. Und die Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft ladet jetzt alle ein, das Projekt hat natürlich Millionen gekostet, ja. Alle ein, weltweit Betroffene, Selbstkranke, Ärzte aus anderen Fachdisziplinen ihren Input zu geben. Und Sie können sich ja diese Plattform Reden Sie mit selbst anschauen. Da können Sie sich ein Teilnehmerprofil anlegen. Der Datenschutz wird garantiert. Es gibt dann ein Analyseteam und die fassen dann die Themen, die jetzt als forschungswürdig, dass man da Geld einhaut, Energie einpumpt, die legen das fest. Das wird also verdichtet zu Themenclusters und Ende 2015 erfahren wir dann die Ergebnisse. Das wird dann präsentiert. Also so läuft ein Open Innovation Prozess ab. Das ist der größte, der derzeit in Österreich anhängig ist sozusagen. Und Sie können sich ja das selbst anschauen, wie das jetzt vom technischen aufgebaut ist. Ja, das habe ich schon gestern gesagt. Es gibt einen großen Theoretiker in den Vereinigten Staaten, oder hat es gegeben, der Herr ist schon verstorben, wo eben, also David Rogers, 2004 gestorben, der hat 1962 ein sehr interessantes Buch geschrieben, das sollte eigentlich jeder lesen, der im Forschungsbereich tätig ist oder unterrichtet, lehrend, Diffusions of Innovations. Und da hat er diesen Begriff Early Adopters geprägt,
Er hat also Menschen in Gruppen untergeteilt. Ja? Und wer ist nicht gern ein Early Adopter? Ne? Jeder, schauen Sie sich die Kinder an, Handy, schaut, ich habe das Neueste und so weiter. Es gibt so eine Sucht, dass man sich in diese Gruppe einreiht. Aber die Realität ist die Menschen, also sehr wenige Menschen sind Innovatoren. Der wirklich was gründet, auf die vier stellt, initiiert, das sind nach dieser Studie 2,5%. Ne? Da kommen die Early Adopters und dann große, breite Masse und am Ende sind die Laggards, die Nachzügler. Ja? Ich habe gestern gesagt, das Land Burgenland ist ein Nachzügler, weil sie haben noch immer Windows-only und Word-only eine Umgebung, also die nur auf Windows und Word basiert in der Landesverwaltung, während in der Justiz zum Beispiel ist Microsoft hinausgekickt worden. Da gibt es nur mehr OpenOffice, ja, und streng genommen könnte man Word, Excel-Dateien und PowerPoint-Präsentationen zurückschicken, wenn sie einem geschickt werden an die offizielle E-Mail-Adresse. Laggards, ja, die dann irgendwann einmal, wenn alle schon Linux verwenden, dann auch umsatteln. Das also zur Erklärung, um ein bisschen das wissenschaftlich aufzubereiten. Dann, ja, dieser österreichische Kurzzeitfinanzminister, der Josef Schumpeter, der wird immer wieder zitiert, es gibt sogar einen Haken in Wien, die nennt sich Josef Schumpeter, Handelsakademie 1883 bis 1950, der war also sehr kurze Zeit in Österreich Finanzminister, also eigentlich hat er nicht viel gerissen und dann hat er eine Bank in den Konkurs geführt, die hat Biedermann Bank geheißen. Der hat also gesagt, er will, glaube ich, der beste Liebhaber, beste Reiter und der gescheiteste Mensch sein, so ungefähr. Ja, also ein bisschen ein abenteuerliches Leben. Er ist dann 1932 nach Amerika gegangen, war bis zu seinem Tod dann an der Harvard University Professor und das Buch, das er geschrieben hat, hat er eigentlich hier geschrieben, ja? Also in Österreich, damals noch in der Monarchie, die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung 1911 und das ist dann in einer englischen Übersetzung, nachdem er dann in Amerika war, 1934 herausgekommen, wo er eben sagt, die Wirtschaft ist ein permanenter Prozess der Innovation und damit auch automatisch der Creative Destruction. Und das letzte Buch, ich muss sagen, ich muss vorwegschicken, ich habe Volkswirtschaft unterrichtet, habe aber einen sehr großen IT-Bezug durch meine Tätigkeit auf dem Gebiet der Rechtsinformatik, wo ich auch auf der Universität Salzburg bei diesen internationalen Symposien mitgewirkt habe, also man kann das nachlesen, ist gedruckt worden. Ich fasse das jetzt nur salopp und kurz zusammen aus Zeitgründen, aber der Pulitzerpreis, ne, einer der bedeutendsten Preise in den USA, der Thomas McGraw hat über Schumpeter und seine Thesen, also ein sehr interessantes Buch geschrieben, Prophet of Innovation. Das wird sich eigentlich auch jeder lesen, der sich als Innovator fühlt oder Innovationen durchführen wollte, auch den theoretischen Background. Und er unterscheidet eigentlich Schritt für Schritt Veränderungen und radikaler Wandel. Und Innovationen sind meistens, wenn es wirklich Innovationen sind, radikaler Wandel, die sind non-linear und wenn sie was durchsetzt, ist das immer auch mit Zerstörung von bestehenden Modellen verbunden. Der Peter und ich, der Dr. Tauber, ein Absolvent einer der berühmtesten Universitäten der Welt, nämlich in St. Andrews, University of St. Andrews, wir haben hier erlebt, wie der Internetclub gegründet worden ist, das ist der Nokia. Ne? Da ist dieses blaue Nokia-Schüttel, da ein Gebäude in der Nachbarschaft. Das war das Nokia-Haus. Und ja, Nokia, wir haben Nokia und was, die sind in Burgenland und so weiter. Wie in Deutschland. Die haben ein paar Jahre eben die Förderungen abkassiert. Wir waren ja Ziel 1-Gebiet. Wo ist Nokia heute? Ja? Ich habe mir jetzt gelesen, gestern am Abend, wie ich heimgekommen bin, einen Artikel über Finnland, die eine ganz große Wirtschaftskrise auch haben. Und Nokia war nicht einmal bereit, uns ein Smartphone auszuborgen für die Linux-Tage, damit wir das analysieren. Wir haben dann von Motorola ganz gut aus Wien. Aber Sie sehen, irgendwo hat der Schumpeter recht, ja, dieser Österreicher, der 1911 also die Wirtschaft als Abfolge von Innovationen gesehen hat, das Bessere ist der Feind des Guten sozusagen. Und selbst Großunternehmen wie Nokia sind nicht gefeiert davor, dass verschluckt, abgedrängt werden und irgendwo dann in der Versenkung verschwinden. Also
Natürlich auch Länder machen sich abhängig, wenn sie da, ja, wir brauchen Leuchtturmprojekte und Leitbetriebe. Ja. Aber ich war Richter, ich habe Konkursrichter, also ich habe gesehen, wenn eine große Firma den Bauch runtergeht, da gibt es den Domino-Effekt. Die reißt dann einen Haufen von KMUs mit und wenn sie sich in Europa ein bisschen umschauen, es gibt ja ganze Landstriche, die Opfer einer derart verfehlten, weil einseitigen Wirtschaftspolitik sind. Ne? Und auf Englisch sagt man, don't put all your eggs into one basket. Das wird leider oft praktiziert, ne? Mit Hinblick auf nächste Wahl, Wählerstimmenmaximierung und so weiter. Aber im Grunde genommen ist eine Innovation auch eine Zerstörung des bestehenden Geschäftsmodells und darum gibt es einen großen Widerstand gegen Innovationen. Ja? Also einen psychologischen Widerstand, einen politischen, einen organisatorischen, also man muss das einkalkulieren. Ja, ich komme dann zum Schluss, es wird ein bisschen schneller werden, glaube ich, da. Peter gesagt, ein bisschen kürzen, also Open Innovation, ja, man darf also nicht glauben, wenn man jetzt sozusagen, dass man das rein technisch in den Griff alles bekommt, ja. Ein neues Smartphone, irgendeine neue Version eines Softwareprogramms, wir kennen ja das alles, ja. Aber im Grunde genommen hat schon der Club of Rome 1992 gesagt, die Probleme der modernen Welt, ne, und die werden immer mehr Klimaveränderung etc. etc. Man kann das nicht nur mit technischen Lösungen in den Griff bekommen. Ja. Da gibt es auch soziale Innovationen und diesen Begriff, der ist auch sehr wichtig. In Wien gibt es sogar ein eigenes Zentrum für soziale Innovation und gerade als Lehrer habe ich immer wieder bemerkt, bei Vorträgen von IT-Leuten, obwohl ich einen großen IT-Bezug habe, dass oft das sehr einseitig gesehen wird, wo man glaubt, ja technisch, wenn man jetzt das hinkriegt, das wird dann alles gelöst. Nein, das ist nicht der Fall, man muss auch das soziale Umfeld im Auge haben. Gut, das war mein Vortrag. Ich hoffe, ich habe Ihnen diesen Begriff näher gebracht, wie es zu dem gekommen ist, wer ihn geprägt hat, was für Bücher es gibt, die man vielleicht lesen sollte und Beispiele aus dem Inland und Ausland, wo eben diese Innovationsprozesse laufen. Und vor zwei Tagen ist der größte österreichische Open Innovation Prozess, eben der Boltzmann Gesellschaft mit ihren über 500 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, hat begonnen und da können Sie sich beteiligen, wenn Sie Interesse haben, dann sehen Sie, wie sowas organisiert ist, wie das abläuft und was das bringt. Ich danke Ihnen herzlich.